Mein Name ist Kevin Welter. Ich bin Unternehmer, studierter Informatiker und unter anderem Big Data Specialist, zertifiziert von Amazon. Ich habe schon einige Großprojekte zum Thema Big Data begleitet und heute sprechen wir darüber, wie du als Marketer Big Data für dich verwenden kannst. OMT. Was versteht man unter Big Data? Marc Liebermann hat im Jahr 2003 errechnet, dass alle zwischen dem Jahr 1800 und 2000 gesprochenen Worten der Menschheit ungefähr 42 Zettabyte an Daten produziert haben. Und damit sind wir schon direkt im Thema. Ich habe schon einige Großprojekte zum Thema Big Data begleitet, bei der EnBW, bei der Deutschen Telekom. Aber heute sprechen wir darüber, wie Big Data dich als Marketer begleiten und unterstützen kann. Die Bitkom definiert Big Data als die wirtschaftlich sinnvolle Gewinnung und Nutzung entscheidungsrelevanter Erkenntnisse aus qualitativ vielfältigen und unterschiedlich strukturierten Informationen, die einem schnellen Wandel unterliegen und bisher ungekanntem Umfang zur Verfügung stehen. Einfach gesagt, wir wollen Informationen aus den vorhandenen Daten ziehen, die uns dabei helfen, Entscheidungen für das Unternehmen und für unsere Kunden zu treffen. Lass uns das mal für später merken. In der heutigen Zeit erzeugen wir immer mehr Daten. Ziel von Big Data ist es, aus vielen unstrukturierten Daten Informationen zu gewinnen. Wo ist dir als Marketer Big Data schon mal begegnet, ohne dass du es vielleicht wusstest? Wenn du Online-Marketer bist, dann hast du wahrscheinlich schon mal im Facebook Ads Manager Zielgruppen definiert. Facebook macht nichts anderes, als alle Daten über die Nutzer, was gefällt denen, welche Seiten haben die geliked, zu nehmen und die als Marketer zur Verfügung zu stellen, dass du Werbung schalten kannst. Und das Ganze machen sie auch mit Machine Learning. Dazu haben wir ein eigenes Video, das wir dir hier verlinken. Beispiel: Wenn du auf Amazon ein schwarzes T-Shirt kaufst, du hast es in den Warenkorb gelegt, dann erscheint meistens eine Meldung: Kunden kaufen häufig auch diese schwarze Jeans, passend zu dem T-Shirt. Das sind Analysen, die Amazon gemacht hat, anhand der historischen Daten und kann daraus dann für dich ein passendes weiteres Produkt zum Upselling oder zum Cross-Selling anbieten. Damit die Daten verwertbar werden, braucht es zum einen eine gute Frage, die beantwortet werden soll. Denn wenn du eine Masse von Daten hast, dann musst du erstmal herausfinden, was und wie analysiere ich denn jetzt genau diese Information, um daraus etwas zu gewinnen. Und mit einer guten Leitfrage, wie zum Beispiel, wenn du das T-Shirt kaufst, was würdest du denn zusätzlich zu dem T-Shirt noch brauchen, führt dann am Ende zu einem Ergebnis, was zu mehr Umsatz führen kann. Das Wichtige ist, dass nur du den Daten, die du sammelst, auch eine Bedeutung geben kannst. Jede Anwendung und jedes System ist nur so gut wie die Methode, die du nutzt, um an dein gewünschtes Ergebnis zu kommen. Auch das passiert nicht manuell, sondern hoffentlich automatisiert. Big Data bedeutet, es sind so viele Daten, dass du eigentlich gar nicht mehr manuell hinterherkommst und es analysieren kannst. Dafür gibt es dann das Prinzip Data Analytics. Bevor du jedoch große Datenmengen auswertest, automatisiert mit Funktion oder mit Programmcode, solltest du erst beim Kleinen starten. Wir wollen nach der Definition von Big Data Informationen aus den Daten ziehen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Hast du schon mal in die Search Console von Google geschaut oder ein SEO-Tool verwendet? Glückwunsch! Dann hast du Data Analytics schon bewusst oder unbewusst genutzt. Aber welche Daten kann ich nutzen, um einen richtigen Mehrwert für mich, mein Unternehmen und meine Kunden zu schaffen? Und wie? Wir nutzen hypothesengetriebenes Arbeiten. Beispiel in einem CRM-System. Du kannst schauen, wie ordne ich meine Kunden in verschiedene Gruppen ein? Mit welchen Vorlieben? Wie kann ich daraus dann passende Newsletter schicken, die wirklich auf diese Zielgruppe einzahlt, die dann auch wirklich Relevanz hat? Bei Big Data und der Kombination von Daten ist jedoch Vorsicht geboten. Es gab mal ein Beispiel, in einer ländlichen Region wurde eine Korrelation zwischen den Storchenpaaren und den Geburten gezogen. Und man konnte feststellen, dass in einer ländlichen Region, wo mehr Störche wohnen, auch die Geburtenrate höher ist. Dass das keinen kausalen Zusammenhang gibt, muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Aber die Korrelation ist in den Daten zu finden. Ist ja auch klar, dass in einer ländlichen Region mehr Störche nisten als in der Stadt und dort auch tendenziell mehr Kinder pro Paar geboren werden. Auch das kann dir in deinen Daten passieren, dass du falsche Annahmen triffst, die nicht funktionieren. Aus dem Grund ist es wichtig, eine Hypothese aufzustellen. Also wenn jemand ein schwarzes T-Shirt kauft, dann kauft er auch eine schwarze Jeans.
Und wenn du diese Hypothese verifizierst und es funktioniert, dann kannst du das ausweiten und automatisieren. Viel Spaß beim Experimentieren und viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal. OMT.